Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videopodcast-Reihe Wissenschaft trifft Praxis im Rahmen unserer E-Learning Summit-Veranstaltung dieses Jahr. Ja, mein heutiger Gast ist Professor Dr. Wolfgang Prinz. Er ist Wissenschaftler zum Thema Blockchain. Blockchain kennen wir alle von der Kryptowährung. Ist das auch eine Technik, die möglicherweise geeignet sein kann im Bereich Bildung? Das wollen wir heute erfahren, aber natürlich auch eine Orientierung bekommen. Was ist Blockchain? Was sind die Einsatzfelder? Was ist State of the Art heute in der Forschung und Entwicklung? Und was können wir noch erwarten von diesem Thema? Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Prinz. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Guten Tag zusammen. Ja, Herr Professor Prinz, Sie sind von Fraunhofer FIT. Das Logo sehen wir auch schon im Hintergrund. Wofür steht Fraunhofer FIT? Ja, Fraunhofer FIT steht für angewandte Informationstechnik. Also wir sind das Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik und beschäftigen uns mit sehr vielen Fragestellungen rund um der Digitalisierung von Unternehmen. Das betrifft Datenmanagement, Data Science, Usability-Fragestellungen und auch ganz aktuell im Moment in Zeiten von Corona, wie können wir Unternehmen und Menschen sinnvoll mit innovativen Kooperationstechnologien unterstützen, sodass sie im Homeoffice genauso gut arbeiten können wie auch im normalen Büro. Ja, Sie sind ja einer unserer Keynote-Speaker auf der E-Learning Summit Tour, die ja dieses Jahr Corona-bedingt erst im Herbst startet. Sie sind bei der Konferenz in London mit dabei im November. Heute haben wir schon mal die Gelegenheit, das Thema Blockchain zu eröffnen und den Kollegen draußen in den Büros einen Eindruck zu geben, wo die Technik heute steht. Vielleicht einmal ganz am Anfang angefangen, wofür steht Blockchain einfach? Können Sie uns eine einfache Definition anbieten? Ja, Blockchain, das ist eine interessante neue Technologie, die es uns ermöglicht, dezentral, also nicht zentral in einem Cloud-Dienst, sondern dezentral von verschiedenen Partnern oder mit verschiedenen Partnern Daten und Transaktionen sicher, nachvollziehbar und unverfälschbar zu verwalten. Und diese Eigenschaft macht die Technologie sehr interessant, um wirklich in Netzwerken vertrauensvoll miteinander zu kooperieren. Das ist auch der Grund, warum wir innerhalb unseres Institutes vor 5 Jahren das Fraunhofer Blockchain Lab gegründet haben, um uns mit dieser Technologie intensiver auseinanderzusetzen. Neben diesen mehr passiven Eigenschaften der Blockchain, also der dezentralen, sicheren, nachvollziehbaren und unverfälschbaren Verwaltung von Daten und Transaktionen, bietet sie auch die Möglichkeit zur Automatisierung mit den sogenannten Smart Contracts. Das sind kleine Programmbausteine, die wir mit Transaktionen verknüpfen können und die dann automatisch auf neue Daten reagieren können, auf Ereignisse reagieren können und dann automatisch Transaktionen einleiten können. Ja, wir kennen Kryptowährung ja alle aus der Öffentlichkeit bei Kryptowährung, das heißt die zauberhafte Vermehrung von Geld oder digitalem Geld. Was sind andere große Einsatzbereiche, wo letztendlich Blockchain-Technologie dahinter steckt? Ja, also wir können die Blockchain immer dort einsetzen, wo wir in einem Netzwerk Daten sicher verwalten müssen, um das Vertrauen zwischen den einzelnen Netzwerkpartnern gegenüber Fälschungen an Transaktionen zu sichern. Das sind zum Beispiel, wenn wir an Maschinenbau, wenn wir an Industrie 4.0 denken, ist es der Austausch von Daten zwischen Maschinen, zum Beispiel, wenn es darum geht, 3D-Druckdaten zu übermitteln, um nachzuvollziehen, sind das die Originaldruckdaten, wurden die Druckdaten später nochmal manipuliert. Es geht auch darum, bei Produktionsprozessen Qualitätssicherungen zu sichern. Das heißt also, wurde das Produkt mit den Qualitätsdaten hergestellt, wie ich es möchte. Und später bei der Nachverfolgung des Produktes kann ich feststellen, wie wurde das Produkt eigentlich zunächst hergestellt und dann weitergeleitet und wo kommt es eigentlich her? Das spielt dann nicht nur im Maschinenbau eine Rolle, sondern natürlich auch im Bereich der Nahrungsmittel, Lebensmittelketten. Auch hier gibt es sehr interessante Anwendungsbeispiele für die Blockchain, wo sie dazu dienen kann, die Herkunft von Lebensmitteln
nachvollziehbar, sicher und unverfälschbar zu dokumentieren, aber auch den Transportweg zu dokumentieren. Und wenn wir das noch weiter spinnen, dann kann man die Blockchain auch dazu nutzen, neue Pay-per-Use-Modelle umzusetzen, indem ich in Zukunft ein Gerät produziere, das automatisch seine Nutzung abrechnet. Das also Protokoll darüber führt, wie es genutzt wurde und diese Nutzung dann automatisch dem Nutzer in Rechnung stellt und demjenigen, der es mir zur Verfügung gestellt hat, dann automatisch den damit verbundenen Geldwert überweist. Sie haben ja auch geforscht bereits, und das haben Sie ja nicht exklusiv, zum Thema Blockchain und Bildung. Welche Themenbereiche im Bereich Bildung schienen Ihnen geeignet zu sein, halt Blockchain zu erforschen und auch Forschung und Entwicklung zu betreiben? Ja, also hier geht es eigentlich um eine Art fast low-hanging fruit bei der Nutzung der Blockchain. Denn das, was wir im Bildungsbereich ja sehen, ist, dass wir, wenn wir einen Abschluss erreicht haben, bekommen wir heutzutage ein Dokument, ein Zertifikat, das einen bestimmten Bildungslevel nachweist oder aber auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung die Teilnahme an einem Kurs nachweist. Nun, das sind heutzutage Papierdokumente. Und ich hatte eben erwähnt, dass die Blockchain es uns ermöglicht, Dinge nachvollziehbar, sicher, unverfälschbar zu dokumentieren. Wir wissen, dass Bildungsdokumente in Papierform einfach fälschbar sind. Sei es, dass der Student es fälscht, sei es auch, dass wir nicht genau wissen, wer ist eigentlich der Aussteller dieses Dokumentes. Nun, wenn wir diese Dokumente nun digitalisieren und über die Blockchain verwalten, kann jeder schnell und einfach nachvollziehen, wo kommt dieser Bildungsnachweis her? Ist das wirklich von der dort angegebenen Institution? Und wurde sie vielleicht zwischenzeitlich verfälscht? Denn wir alle sind in der Lage, ein PDF-Dokument zu fälschen, dort eine andere Note, ein anderes Datum, einen anderen Namen einzutragen. Wenn wir aber die Bildungsnachweise schon bei der Erzeugung, bei der Herausgabe in einer Blockchain absichern, dann kann jeder, der das Dokument nachher erhält, prüfen, ob das Dokument, was ihm dort vorgelegt wurde, wirklich von der Universität, von dem Ausbilder in der Form ausgestellt wurde. Und damit haben wir eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, Ausbildungsnachweise, Zertifikate, Urkunden, Dokumente sicher zu machen durch die Nutzung der Blockchain. Und die Blockchain wird damit zu einer Art Notar, eine Art ganz einfacher Datennotar. Ja, also einen Notar jetzt für jedes Ausbildungszertifikat zu bemühen, das wäre viel zu aufwendig. Aber durch die Digitalisierung wird es jetzt eigentlich für alle mit sehr geringem Aufwand und sehr geringen Kosten möglich. Ja, das hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein. Ich bin Anfang März, bevor Corona richtig zum Lockdown geführt hatte, war ich in Bonn gewesen, bei einer Statuskonferenz des BMWF gewesen. Es ist eine zweitägige Veranstaltung gewesen. Es ist anmoderiert worden, dass das BMWF 500 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung für 300 Vorhaben ausgegeben hat. Und wenn ich in den zwei Tagen mich mit den Akteuren, die alle mit Herzblut dabei waren, unterhalten habe, dann fehlten die Geschäftsmodelle, dann fehlte dann der Transfer. Wie schaut das bei Ihnen aus? Gibt es dafür Anwendungsbeispiele? Gibt es dafür Bedarfe in der Wirtschaft, was Sie dort erforscht haben mit Blockchain? Ja, also in der Tat. Wir haben das Projekt gemeinsam mit der Fraunhofer Academy sofort gestartet. Das heißt, hier traf einerseits der Bedarf direkt auf die Kompetenz, so etwas zu realisieren. Wir haben diese Lösung dann auch sehr intensiv mit den Ausbildungsanbietern und den Zertifizierern, also unserer Personenzertifizierungsstelle, entwickelt, sodass sie direkt auch den Bedarf der Ausbilder trifft. Die Idee ist dann auch auf Interesse gestoßen bei vielen anderen Ausbildern. Die TH Lübeck war eine der ersten, die Kiron-Universität und einige andere sind auf uns zugekommen und haben dann gesagt, wir würden das gerne gemeinsam erproben. Und aus diesem ersten Erprobung ist dann das DigiCerts-Netzwerk entstanden. Und in diesem DigiCerts-Netzwerk betreiben wir mittlerweile eine Testplattform, in der wir eine Blockchain deutschlandweit installiert haben, erproben, also eine geschlossene Blockchain, die von diesen verschiedenen Partnern betrieben wird. Wir erproben das Ganze, binden das dort in die Unternehmensprozesse ein. Und mittlerweile ist aus diesem reinen Testnetzwerk
ein zusätzliches Produktivnetzwerk geworden. Das bedeutet, dass mittlerweile die Fraunhofer Academy sowie auch die TH Lübeck bestimmte Zertifikate dort ablegt. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr nur reine Spielerei, sondern Teilnehmer von zertifizierten Kursen der Fraunhofer Academy erhalten ein Papierdokument und ein digitales Zertifikat, das sie dann einreichen können, wenn sie sich bewerben, wenn sie das nachweisen möchten. Und dann kann die Personalabteilung oder wer auch immer sofort prüfen, ob das Zertifikat korrekt ist und unverfälscht ist. Die Zuschauer, die uns jetzt hier zuschauen, die vielleicht für sich sagen, Mensch, das könnte auch etwas sein für unsere Bedarfe. Wie kommt der Dürstende zum Wasser? Wie kann ich Näheres erfahren? Wie kann ich andocken an euren Erfahrungen? Ja, Sie können einerseits gerne direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Sie können auch gerne mit dem DigiZert-Netzwerk direkt Kontakt aufnehmen. Wir suchen da immer noch Partner, die mitmachen. Und letztendlich geht das dann relativ schnell. Sie können sich entweder so beteiligen, dass Sie Netzwerkpartner werden und selber einen Blockchain-Knoten betreiben und damit auch Partner des technischen Netzwerks werden. Oder aber auch unsere Schnittstellen nutzen, um diese in ihre Systeme einzubinden, um dann Zertifikate direkt digital abzusichern oder aber auch unsere schon entwickelte Lösungen nutzen, die angefangen von der Teilnehmerverwaltung bis hin zur Erstellung von Zertifikaten, Templates für Zertifikate, alles unterstützt. Es gibt dann darüber hinaus mittlerweile auch eine größere Community in Deutschland. Das ist das Netzwerk Digitale Nachweise, wo sich verschiedene Anbieter solcher Lösungen zusammengefunden haben, um hier auch eine Art Standard- und Austauschformat zu schaffen zwischen den Ausbildern, die solche Zertifikate digitalisieren und dann in einer Blockchain ablegen. Das heißt, wir sind aus den Schuhen des Forschungsprojektes, des Erprobungsprojektes mittlerweile herausgewachsen, schon in eine Dienstleistung. Ja, Herr Professor Prinz, lassen Sie uns noch einmal das Big Picture anschauen. Mhm. Wenn wir halt mal global schauen, was ist eigentlich State of the Art? Was sind die Entwicklungsgeschwindigkeiten? Was kommt als nächstes? Wenn ich das einmal transportiere mit dem Thema KI, da haben wir eine nationale KI-Strategie in Deutschland und hier bereitet sich die Politik darauf vor, dass wir in der zweiten, dritten oder vierten Welle von KI auch international uns mehr aufstellen können. Wir vom E-Learning-Journal sehen ja gerade das Thema KI im asiatischen, pazifischen Raum, im amerikanischen Raum. Da sind die Taktgeber. Wie sieht es zum Thema Blockchain international aus? Ja, also da gibt es im Moment noch niemanden, der da so stark hervorsticht. Also in Deutschland sind wir da relativ weit mit den verschiedenen Lösungen, die es gibt. Einerseits mit DigiZert, aber unserem Netzwerk Digitale Nachweise, zu dem wir uns alle zusammengeschlossen haben. In Europa gibt es eine größere Initiative auch, das ist das die Open Blockchain Service Infrastructure, die auch den Use Case Diplome identifiziert hat und hier versucht auch europaweit eine Lösung zu konzipieren und dann auch in Betrieb zu nehmen. Es gibt in vielen anderen Ländern auch entsprechende Initiativen. In den USA gibt es BlockCerts, in Asien gibt es entsprechende Initiativen. Das heißt, das Thema wird von allen erkannt. Man sieht auch hier die großen Potenziale, weil es eigentlich auch ein sehr naheliegender Fall ist. Ja, also eine Art Datennotar zu schaffen für Zertifikate, der sich auch relativ gut über eine Blockchain umsetzen lässt. Das Problem, was wir eventuell haben werden, ist dadurch, dass es jetzt relativ viele solcher Initiativen gibt, müssen wir irgendwann ja die Interoperabilität herstellen. Ja, aber dazu haben wir eben in Deutschland schon erste Lösungen geschaffen zwischen den verschiedenen Anbietern. Das wird auch europaweit geschaffen. Also zusammenfassend würde ich sagen, im Moment hat da noch keiner so richtig die Nase vorn. Ja, alle sind dabei, das zu erproben und Deutschland ist da auch auf einem sehr guten Weg. Ja, Herr Professor Prinz vom E-Learning-Journal, wir beschäftigen uns ja recht intensiv mit dem Thema der digitalen Transformation der betrieblichen Bildung. Wenn wir uns da die Situation anschauen, zoomen wir mal näher ran, jetzt in die deutschsprachige Wirtschaft, haben wir die Situation, dass der Trend seit Jahren immer stärker dahin geht, dass die Personalabteilung Weiterbildungsbedarfe im Kern als Kompetenzbedarfe versuchen, digital zu erfassen und dann halt überwiegend digital gestützt
und unterstützt, Kompetenzentwicklungen halt zu begleiten und Kompetenzentwicklungen halt zu fördern. Allerdings am Ende des Tages steht da halt ein Lerner, also ein Beschäftigter, der halt dieser informell erworbenen oder betrieblich erworbenen Kompetenzen in seiner Erwerbsbiografie nicht abbilden kann. Ist das auch ein Feld, in dem zur Validierung informell erworbener Kompetenzen Blockchain künftig vielleicht auch ein Lösungsansatz sein könnte? Ja, also im Moment ist unsere Lösung davon, geht die davon aus, dass es wirklich Prüfungen gibt, Zertifizierungsstellen gibt, die dann auch diesen Nachweis erstellen in Form einer Urkunde, jetzt halt einer digitalen Urkunde. Das lässt sich natürlich auch erweitern, indem man sich Kompetenzen entsprechend bescheinigen lässt, sei es jetzt nicht von Zertifizierern, sondern möglicherweise von der eigenen Personalabteilung, von Prüfern, von Kollegen oder Ähnlichem. Für die Blockchain-Lösung selber ist das relativ egal. Ja, es sollte schon nachgewiesen sein, wer es gemacht hat. Ja, und da spielt dann wiederum eine Rolle, dass man da auch immer nachvollziehen kann, wer etwas bescheinigt hat. Ja, sodass man da auch letztendlich dafür Sorge tragen kann, dass nicht jeder jedem irgendetwas bescheinigt und dann vielleicht ein Wildwuchs nachher an solchen Kompetenzbescheinigungen entsteht. Die Technologie oder die Form der Digitalisierung, die wir da nutzen, sind letztendlich Open Badges. Und der Open Badge Standard wurde ja ursprünglich auch entwickelt, gar nicht so sehr, um diese hochwertigen Ausbildungszertifikate zu digitalisieren, sondern letztendlich auch Kompetenznachweise auf eine einfache Art und Weise zu digitalisieren. Sodass es letztendlich für diese Lösung egal ist, ob ich da die Teilnahme an einem Usability-Kurs bei Fraunhofer Fit getestet durch die Fraunhofer Personenzertifizierungsstelle nachweise oder einfach die Fähigkeit, sehr gut User-Interfaces entwickeln zu können, was dann von 5 Kollegen letztendlich bescheinigt wird. Beides ist möglich. Und wenn wir das mal auch weiterdenken, jetzt auch in der beruflichen Bildung, entwickeln sich andere Anwendungsmöglichkeiten, nämlich auch der Nachweis über die Erstellung zum Beispiel von Bildungsangeboten. Ja, die Urheberschaft an bestimmten Bildungsangeboten und das, was ich am Anfang erwähnt habe, die Möglichkeit, dass wir Maschinen zur Verfügung stellen und die Maschinen dann selber ihre Nutzung abrechnen, lässt sich dann natürlich auch für Bildungsangebote vielleicht Bildungsschnipsel, ja, nachweisen, so die ich dann zur Verfügung stelle und die bei Nutzung dann bezahlt werden. Und da wir hier über ein sehr leichtgewichtiges Medium eigentlich reden, lohnt sich das sogar, wenn wir da nicht darüber reden, dass man dann 20, 30, 40 Euro zahlen muss, die dann über PayPal oder wie auch immer bezahlt werden, sondern vielleicht über Centbeträge reden. Ja, Micropayments werden mit der Blockchain auf eine einfache Art und Weise möglich. Ja, und dann kann ich vielleicht auch eine interessante Grafik, ein interessantes Videoschnipsel, eine gute Erklärung mit Cents oder Bruchteilen von Cent bezahlen, weil eben die Transaktionskosten gering sind. Und dann liegt der Profit nachher in der Skalierung. Ja, wenn es viele machen, weil es günstig ist und weil sie dann auch sagen, das bezahle ich gerne, bevor ich jetzt 20 Euro bezahle, zahle ich durch die Nutzung einfach mal ein paar Cent, lässt sich damit auch die Möglichkeit schaffen, gut gemachte Bildungsangebote gut zu vermarkten. Für einen Wissenschaftler gilt ja häufig nach einem F&E-Projekt, heißt vor dem nächsten F&E-Projekt zu stehen. Haben Sie weitere Projekte bereits in der Vorbereitung oder entwickeln Sie den Erkenntnisgewinn, den Sie jetzt zum Bereich berufliche Bildung schon erreicht haben? Haben Sie da halt Folgeprojekte bereits in der Vorbereitung oder in der Durchführung? Ja, also das System, was wir jetzt haben, das wird weiterentwickelt und auch noch weiter ergänzt. Wir denken im Moment in zwei Richtungen. Einerseits auch die Möglichkeit, die Urheberschaft an bestimmten Bildungsangeboten abzulegen, das Ganze auch auf entsprechende andere Standards zu heben. Ganz interessant ist im Moment der Standard der Verifiable Credentials und der Digital Identifier des W3C. Das ist eher eine technische Richtung, in die das Ganze weiterentwickelt wird. Eine andere Möglichkeit ist auch, da sind wir gerade in einem Konsortium dabei, eine Plattform zu schaffen, mit der auch Firmen untereinander Bildungsangebote austauschen können. Ja, wo jetzt weniger die professionellen Weiterbilder eine Rolle spielen, sondern Firmen sich untereinander helfen, das dann auch dokumentiert wird
und als Bezahlmedium eine Art Punktesystem oder eine Art Token genutzt wird, der dann wiederum über eine Blockchain verwaltet wird. Also wenn ein Unternehmen einem anderen Unternehmen mit einem kleinen Bildungsangebot, mit der Hilfestellung zur Nutzung einer bestimmten Maschine, zur Durchführung eines bestimmten Prozesses oder Verfahrens hilft, kann man dafür Tokens gewinnen und auch bekommen, die man dann wiederum an einer anderen Stelle einlösen kann. Ja, also eine Art Tauschtoken auf Blockchain-Basis und die Blockchain verwaltet das dann sicher und nachvollziehbar und dokumentiert auch die Transaktionen, die stattgefunden haben, sodass dadurch auch eine Art Recommender-System entstehen kann. Also eine Art Bildungswährung, das erinnert mich an Ökotopia, Ernest Kallenbach, der halt ja so ein Ops-System entwickelt hat, noch vor Erfindung des Computers, dass man halt sich, wenn man jemand eine Gefälligkeit halt erweist oder eine Dienstleistung jemand gegenüber erbringt, dass man einen Ops erwirbt. Das heißt, das ist ein Zahlungsmittel, dem man halt eine Gefälligkeit einer anderen Art in der Nachbarschaftshilfe oder wo auch immer dann halt wieder einlösen kann. Zum Schluss würde ich gerne noch auf dieses Thema Wissenschaft, Zusammenarbeit mit Praxis nehmen. Das ist ja auch unsere Reihe. Was ist Ihre Wahrnehmung in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft? Sehen Sie da halt auch Vorbehalte, dass Wissenschaft halt zu blutleer, zu wenig praxisorientiert ist? Oder haben Sie den Eindruck, dass Ihr Angebot in der Wirtschaft so verstanden wird, dass man halt hier praxisrelevant zusammenarbeiten kann? Ja, das ist häufig ein Problem. Also oft wir entwickeln wir ja Lösungen für Fragestellungen, die wir dann erstmal suchen müssen. Ja, wir haben wunderbare Lösungen, wo ist Ihr Problem eigentlich dazu? Das trifft manchmal zu. Und gerade im Bereich Blockchain gehen wir ja im Moment so ein bisschen in das Tal der Tränen. Nachdem das ganze Thema überhyped wurde, ja, weil man alles Mögliche der Blockchain zugeschrieben hat, ja, was sie nicht alles lösen kann, kommt man jetzt wirklich wiederum auf den Boden der Tatsachen zurück und erkennt, wo die Potenziale wirklich liegen. Das erkennen aber auch viele Unternehmen letztendlich, wo sie also wirklich erkennen, wo die Potenziale liegen. Wir helfen dabei auch. Andererseits versuchen wir aber auch immer von den Bedarfen der Unternehmen auszugehen. Bei unserem Projekt Blockchain for Education war es eigentlich genau so. Wir haben die Bedarfe der Fraunhofer Academy oder gemeinsam mit der Fraunhofer Academy erhoben und konnten dadurch eine Lösung entwickeln, die sehr genau schon in die Prozesse der Weiterbilder passt. Ja. So dass es immer beides ist auf der Fall. Ja, oft versuchen wir, innovative Lösungen zu entwickeln und zu propagieren, die an die Unternehmen und an die Industrie heranzutragen. Das ist auch unsere Aufgabe. Andererseits versuchen wir auch, den Bedarf zu erkennen. Ja, nur wir kennen alle diese Beispiele. Wenn man immer nach dem Bedarf fragt, dann hätten wir keine Autos, sondern einfach nur noch schnellere Pferde. Ja, also diese üblichen Beispiele kennen wir. Das ist halt immer ein Geben und Nehmen. Also ein Geben und Nehmen dabei. Wir versuchen da immer den Mittelweg zu gehen, indem wir mit innovativen Lösungen Triggerpunkte setzen, dann aber auch schauen, was passt wirklich zu dem Bedarf der Unternehmen. Schönes Schlusswort, Herr Professor Prinz. Vielen Dank für unser Dialog und wir sehen uns dann, so Corona will, dann halt im November in London mit den Kollegen aus den UK-Unternehmen und können uns dann halt austauschen zu diesen und weiteren Themen. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche allen Teilnehmern, die das gefallen hat, unser Dialog, einfach bei YouTube auf Abonnieren drücken oder halt unsere Reihe E-Learning Friday 10 a.m. weiterzufolgen auf den Social Medias. Bei konkreten Anfragen wird Herr Professor Prinz sicher uns auch noch im Nachtrag Antworten liefern, die wir dann in den Social Media veröffentlichen können. Vielen Dank und wir sehen uns dann halt in London. Ja, vielen Dank. Ich freue mich dann auf das Treffen in London. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.